Willkommen zu Plenum TV, das Magazin, unser Sommergespräch, soweit der Sommer eben mitmacht. Heute zu einer illustren Runde aus dem Landtag. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Bernhard Pohl, Freie Wähler. Sie sind der Bezirksvorsitzende in Schwaben, also Nummer 1 auch gewählt auf der Landesliste. Schön, dass Sie da sind. Danke. Zu meiner Linken Thomas Kreuzer, ehemals Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Heute darf ich ihn wieder begrüßen als CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir reden heute über Themen, die Schwaben bewegen. Zum einen reden wir über Maut, zum anderen auch über Flüchtlinge und zum dritten auch noch mal ein bisschen über Bildung. Beginnen wollen wir, Sie sind ja beide Juristen, beginnen wollen wir mit dem drängendsten Thema. Das ist das Thema, wie gehen wir mit unseren Flüchtlingen, Asylbewerbern derzeit um. Da eskaliert die Lage stündlich, quasi neue Krisensitzungen. Sind wir denn da rechtlich auf sicherem Boden? Die Asylbewerber sagen, wir würden das Recht mit Füßen treten. Wir sind nicht auf sicherem Boden und über die rechtliche Situation hinaus stelle ich mir schon die Frage, warum wir hier nicht besser reagieren, warum wir hier nicht besser vorbereitet sind auf eine Situation, die jederzeit eintreten kann. Anfang der 90er Jahre hatten wir die doppelte Zahl an Flüchtlingen wie heute. Und ich hätte schon gemeint, dass man hier schneller reagieren müsste, zum Beispiel freie Kasernen nutzen oder andere leerstehende Gebäude, natürlich auch mit Notunterkünften, so lange wie es notwendig ist. Aber ich sage jetzt mal, stellen Sie sich vor, was sich keiner vorstellen mag, aber theoretisch könnte es passieren, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Und dann haben wir plötzlich eine Zahl von Flüchtlingen, die die jetzige Zahl um ein Vielfaches übersteigt. Was machen wir dann? Herr Kreuzer, hat uns die Situation ein bisschen überrascht oder sind wir einfach im Behördenwegen noch zu schwerfällig? Tatsache ist, dass die Zahlen sprunghaft angestiegen sind in den letzten Jahren. Wir erwarten heuer in Bayern 23.000 neue Asylbewerber. Wir haben insgesamt 43.000 untergebracht. Richtig ist, dass sie menschenwürdig, angemessen untergebracht werden sollen. Wir tun auch viel dafür. Ich will hier schon einmal sagen, dass uns Asylbewerber im Durchschnitt in Bayern wohl 500 Millionen pro Jahr kosten werden. Wir unternehmen massive Anstrengungen. Aber bei einem so starken Wachstum ist es eben nicht möglich, von jetzt auf nachher Idealzustände herbeizuführen. Es wird überall nach Unterkünften gesucht. Warum man nicht vorbereitet ist, will ich nur darauf hinweisen, dass wir früher natürlich mehr Unterkünfte hatten, aber uns der Bayerische Rechnungshof ans Herz gelegt hat, bei sinkenden Zahlen diese zu schließen. Und das haben wir dann natürlich auch getan, denn wir können ja nicht die Einrichtungen offen lassen, wenn wir keine Asylbewerber haben. Das würde ja nur unnötige Kosten verursachen. Jetzt müssen wir aufbauen, um sie unterzubringen. Wir müssen uns aber auch etwas einfallen lassen, die Verfahren schneller abzuwickeln und die Leute, die nicht verfolgt sind, wieder abzuschieben aus Deutschland, da die hier kein Bleiberecht haben. Wir können nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen, die nicht politisch oder sonst verfolgt sind und sie bei uns behalten. Dies überfordert uns sowohl finanziell und dies will auch unsere Bevölkerung nicht. Abseits von den sehr langen Verweildauern geht es jetzt zunächst mal ganz schnell um eine Unterbringungslösung. Da bewegt sich die Bundeswehr als geeigneter Partner für das, für die leerstehenden Kasernen. Bewegt sich die Bundeswehr zu langsam? Sie sind selber Verteidigungsexperte. Wo ist denn da das Problem? Da gibt es Kasernen, die leer stehen und da drüben werden Hunderte von Flüchtlingen in Zelten hausen. Also die Probleme verstehe ich selber nicht. Ich meine, da kann man unbürokratisch Lösungen finden. Ich weiß selber, ich war 1990 bei der Grundausbildung in Hamburg und da kamen viele Menschen aus den neuen Bundesländern. Die haben wir über Nacht in der Kaserne untergebracht und zwar bei Vollbelegung. Na gut, da mussten wir anderen etwas zusammenrücken. Also möglich ist es. Aber ich wollte schon noch einen Satz sagen zu der Frage beschleunigte Verfahren. Unsere Fraktion hat vor 2 Jahren schon gesagt, wir müssen einen Zustand erreichen, wo im Regelfall Asylverfahren in 6 Monaten abgeschlossen sind. Übrigens, das wollen auch die Asylbewerber selber. Die wollen nicht jahrelang hier sitzen und nicht wissen, darf ich bleiben, muss ich wieder gehen. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung, seiner ersten Regierungserklärung, dieses Thema aufgegriffen, hat gesagt, wir müssen die Asylverfahren beschleunigen.
Und trotzdem passiert nichts. Wir müssen in den Behörden entsprechend mehr Personal schaffen und müssen schauen, dass diese Verfahren in diesen Zeiten abgewickelt werden. Dann werden wir automatisch sowohl finanziell als auch bei der Unterbringung erhebliche Verbesserungen erreichen. Schafft denn der Haushalt, der ja jetzt durch ist, schafft der Haushalt Platz für das? Wir haben im Haushalt genügend Mittel eingestellt, hieran liegt es nicht. Zuständig für die Verfahren ist der Bund. Ich fordere hier genauso eine entsprechende Beschleunigung. Man muss wissen, es ist nicht so einfach, die Lage zu beurteilen, ob jemand persönlich in Syrien politisch verfolgt ist. Da setzt natürlich großes Know-how aus dem Land voraus, aber trotzdem, wir brauchen hier mehr Personal. Wir haben auch Kontakt mit der Bundeswehr. Es gelingt ja auch im Einzelfall, beispielsweise der Landkreis Oberallgäu hat einen Block in der Gründenkaserne Sonthofen inzwischen bekommen, aber das geht mir auch zu langsam, denn ich glaube auch, dass dies unproblematisch wäre. Truppenunterkünfte sind ja zum Wohnen da, also hier gibt es Stuben und auch die sanitären Einrichtungen. Dies ist durchaus eine Möglichkeit, hier schnell voranzukommen und wir sind mit dem Bund hier im Gespräch, aber ich bin mit der Geschwindigkeit der Umsetzung ebenfalls nicht zufrieden. Es kommen ja ungebremst große Scharen von Asylbewerbern und Flüchtlingen über die Grenze mit Zügen, mit den ganz normalen Regional- und Interzügen, über Kufstein, über Salzburg, auch über die Allgäuer Verbindungen. Die Italiener entledigen sich das Problem mit einer Fahrkarte. Wir haben das Problem, dass die Italiener sich rechtswidrig verhalten. Wir haben das Dublin II-Abkommen, wo geregelt ist, dass das Aufnahmeverfahren in dem EU-Staat stattzufinden hat, wo der Flüchtling die Europäische Union betritt. Dies ist, wenn sie übers Meer kommen, in Italien. Sie müssten die Personen registrieren und das Verfahren durchführen. Wenn die zu uns weiterreisen, haben wir die Möglichkeit, sie innerhalb von 3 Monaten nach Italien zurückzuschieben. Dies kann nicht umgesetzt werden, da die Italiener rechtswidrig die Registrierung nicht vornehmen und die Flüchtlinge weiterreisen lassen. Und ich bin sehr dafür, dass wir auf diplomatischem Weg massiv auf Italien zugehen, dass sie ihren rechtsstaatlichen Verpflichtungen gerecht werden. Kommen wir zu einem Thema, das auch unsere südlichen Nachbarn betrifft, zum Thema Maut. Gerade das Allgäu ist ein enger Wirtschaftsraum, eng verwoben mit den Nachbarn in Österreich. Wir haben ja schon im letzten Jahr feststellen müssen, dass die Österreicher beim Fendertunnel die Korridorvignette abgeschafft haben. Die Österreicher sind wenig amused. Es ist die Frage, ob die Österreicher hier das zu Recht sind, weil sie ja selber auch Maut verlangen, muss man auch sagen. Aber letztendlich stellt sich mir halt bei der ganzen Mautdebatte irgendwo schon die Frage, Ertrag und Nutzen im Verhältnis zu dem, was wir uns an Problemen einfangen. Und die Grenzregionen sind hier betroffen. Die Grenzregionen sind massiv betroffen. Und zwar insbesondere dann betroffen, wenn wir alle Straßen bemauten. Das ist ganz klar. Also ich bin schon der Meinung, bevor man so eine Maut einführt, sollte man nach allen Seiten hin wirklich Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen. Und wenn dann nichts herauskommt, außer Verwaltungsaufwand und außer einer möglichen Gerechtigkeit, dass die Holländer bei uns bezahlen, dann meine ich, müssten wir uns was Intelligenteres überlegen. Das kann es jedenfalls dann nicht sein. Sie können im Grunde aber jetzt nicht mehr zurück. Das ist ein Wahlkampfargument gewesen, die Maut einzuführen. Man hat sich vorher sicherlich die Sache überlegt. Wie steht denn Ihre Fraktion dazu und kann denn die Befreiung von Bundesstraßen da eine gute Lösung sein? Dass ausländische Kraftfahrer von der Idee nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Wer zahlt schon gerne? Ich bin gestern auch über den Brenner nach Deutschland wieder gefahren. Ein teures Vergnügen rauf und runter. Und deswegen ist es schon eine Frage der Gerechtigkeit, dass sich alle, die die Straßen benutzen, auch an den Kosten der Infrastruktur beteiligen, so wie wir dies im Ausland eben auch tun. Und deswegen ist eine Maut für alle, die auch ausländische Kraftfahrer zahlen, die richtige Antwort. Und wir können dies durchaus, und dies steht jedem Staat frei, bei der Kfz-Steuer wieder ausgleichen. Infrastrukturabgabe für alle Straßen- oder Autobahnmaut. Dies ist eine Frage, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn Sie eine Autobahnmaut machen, haben Sie den Umgehungsverkehr,
nämlich genau das Problem in Bregenz, dass alle durch die Stadt Bregenz und keiner durch den Pfändertunnel fährt. Wenn Sie eine Infrastrukturabgabe machen, haben Sie dieses Problem nicht. Sie haben aber ein Problem im Grenzverkehr mit benachbarten Staaten. Dies muss abgewogen werden. Der Ministerpräsident hat ja angekündigt, mit betroffenen Landräten und allen Betroffenen zu sprechen. Ich bin da durchaus offen. Aber der Umfahrungsverkehr ist schon ein ganz erhebliches Problem für Grenzregionen, wenn nicht mehr die Autobahn genutzt wird, sondern alle durch die Dörfer durchfahren. Aber dass wir beteiligen müssen an diesen Kosten, steht außer Frage. Und hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Wir erwarten ein Aufkommen von 600 Millionen Euro im Jahr. Dies sind 2,4 Milliarden pro Periode. Da kann viel gebaut werden an Straßen und viel repariert werden. Aber der Diskussionsprozess läuft. Aber seien Sie sicher, die Maut kommt, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Das sind ja doch sehr enge Wirtschaftsräume. Ich erinnere das Tannheimer Tal, das bayerische Allgäu, das österreichische Allgäu sozusagen. Da ist man schon sehr, sehr eng quasi wirtschaftlich angewiesen auf eine gute Kommunikation, Infrastrukturen, die man gemeinsam nutzt. Das ist völlig richtig. Also ich sehe schon das Gerechtigkeitsargument. Wer sieht das nicht? Die Frage ist aber die, wenn man von den 600 Millionen all das abzieht, was an Kosten, was an Nachteilen hier dagegen steht, wenn wir am Ende bei Null sind, was haben wir dann von der Maut? Die 600 Millionen, das sind die Kosten bereits abgezogen vom Bundesverkehrsministerium. Hier kommt also nichts Zusätzliches dazu. Und zu unseren österreichischen Nachbarn sage ich natürlich eines. Das Tannheimer Tal ist eine Seite der Medaille. Aber wenn wir über Jungholz und das kleine Walsertal reden, dann nutzen diese Verkehrsteilnehmer ja nur deutsche Straßen. Die haben ja nur ein paar Kilometer eigenes Straßennetz. Und wenn der im Jahr 40.000 Kilometer fährt mit seinem Pkw, dann fährt er ja davon 38.000 auf deutschen Straßen. Und deswegen halte ich gerade in dem Fall durchaus für angemessen, dass der sich auch an unserer Verkehrsinfrastruktur beteiligt mit höchstens 100 Euro Jahresvignette. Ich weise darauf hin, das ist kein Fall der Ausnahme aus meiner Sicht, denn das ist ja viel unproblematischer, wenn ich dauernd diese Straßen nutze, als wenn einer einmal über die Grenze fährt. Diese beiden Themen wollten wir besprechen bei unserem Sommergespräch. Wir sind uns sicher, dass G8, G9-Thematik jetzt noch eine Saison lang wahrscheinlich Thema bleiben wird. Wann glauben Sie, dass Minister Spähnle da Fakten schafft? Es werden jetzt nach der Sommerpause Gespräche zwischen Kultusministerium, der CSU-Fraktion, aber auch den anderen Fraktionen stattfinden. Wir haben ja gesagt, wir versuchen hier parteiübergreifend uns zu einigen. Wir werden etwas ändern am Gymnasium. Wir brauchen aufgrund der Heterogenität der Schüler verschiedene Langgeschwindigkeiten. Dem werden wir gerecht werden. Wir werden aber auch darüber hinaus etwas tun. Ich glaube nämlich, dass es qualitativ und von der Unterrichtsgestaltung her an den Gymnasien durchaus Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Dies ist auch der Wunsch aller Beteiligten, mit denen ich in dem Verfahren gesprochen habe. Das Thema war nicht G8, G9, sondern wie läuft Schule, wie läuft Gymnasium, wie wird geprüft. Und dies versuchen wir zusammenzubinden. Hier geht Gründlichkeit vor Geschwindigkeit. Es kommt nicht darauf an, ob wir einen Monat früher oder später fertig werden, weil dies ja sowieso nicht in diesem Schuljahr startet, sondern irgendwann später. Und ich hoffe, dass wir eine gute Lösung, die zur Verbesserung führt, von möglichst vielen akzeptiert, vielleicht einheitlich im Landtag herbeiführen. Und das wollen wir versuchen, denn Schule sollte, wenn es irgendwie geht, aus dauerndem politischen Streit herausgehalten werden. Also quasi das Volksbegehren jetzt nicht geschafft, aber in der Sache trotzdem weit vorangebracht aus freier Wählersicht sozusagen? Also wir haben ein sehr wichtiges Thema angestoßen mit G8, G9. Ich denke, wir haben einen breiten Konsens, dass wir zwei Geschwindigkeiten brauchen. Wie das dann im Detail aussieht, das sollten wir gemeinsam besprechen. Ich begrüße das, dass die CSU-Fraktion hier auf die anderen zugeht, dass wir hier versuchen, gemeinschaftlich eine gute Lösung zu bekommen. Und ich sage auch, wir müssen nicht nur über G8, G9 reden. Das Leben besteht nicht nur aus Gymnasium, wir haben viele andere Schultypen auch. Und im Bereich der Bildung, da müssen wir uns ständig verbessern, weil das ist eine Kern- und zentrale Aufgabe unserer Politik. So, das ist der Vorteil von Sommergesprächen, sehr entspannt. Vielen Dank für die sachliche Atmosphäre. Das war es auch schon mit unserem Plenum TV Sommergespräch. Und ich gebe zurück zu unseren Zuschauern in Schwaben.